Nun, meine Freunde, willkommen zu diesem Card Review. Das ist der gute Alsur. Und der Alsur, den haben wir jetzt schon im Spiel tatsächlich. Und die Frage ist jetzt natürlich, was man mit dem anfangen kann. Also, wenn man einen Zauber spielt, eine Zauberkarte spielt, dann spawnt man eine Einheit mit den gleichen Provisionskosten. In der Reihe, wo sich Alsur befindet. 11 Provisionen, 6 Punkte hat der Gute. Und man muss ja hier auch sehen, dass es sowas wie Oniromantie gibt, die 13 Provisionen kostet. Also man kann viele starke Sachen damit holen, aber auch nicht so gute. Die Frage ist halt nur, ob der als Meme-Karte endet oder nicht. Der wird ja aktuell ganz, ganz gut ausprobiert. Und ja, es ist wirklich die Frage, ob der es wert ist, die 11 Provisionen oder nicht, weil man kann ihn relativ leicht vom Feld nehmen, wenn er nicht geschützt wird. Und um Verteidiger kommt man ja relativ leicht vorbei. Ne? Da müssen wir uns nichts vormachen. Das heißt, wenn der Meta wird, dann gibt es genug Wege, den wegzumachen. Ob das jetzt eine Meme-Karte ist oder nicht, ist jetzt gerade schwer zu sagen. Also es fühlt sich ein bisschen an wie eine Meme-Karte. Jeder probiert ihn aus. Aber ob die Decks richtig viable sind, ist die andere Sache. Ne? Kann halt auch ein bisschen backfiren. Aber eigentlich holt er seine Provision meistens raus, wenn er liegen bleibt. Wenn er liegen bleibt, bei Gwent ist es ja so, man kann immer nur eine Karte pro Runde spielen. Also in dem Fall hier. Und das heißt, man spielt Alsur. Und dann eine Zauberkarte. Und der darf zwischendurch nicht weggemacht werden. Und, ganz wichtig, man muss Zauberkarten haben. Es sind nicht Sonderkarten, es müssen Zauberkarten sein. Also wir haben jetzt die Möglichkeit, Alsur eine Punkte, also Punkte zu geben. Und zwar 1 bis 5. Ein Punkt ist überhaupt nicht spielbar. 2 Punkte ist sehr eingeschränkt spielbar. 3 Punkte ist okay spielbar. Hat ein bisschen was drauf. 4 Punkte ist eine starke Karte. Und 5 Punkte ist eine Karte, die das Deck maßgeblich, um die das Deck drumherum gebaut ist sozusagen. Also die richtig stark ist. Also bekommt von mir 3 Punkte. Und von der Community. Also ich denke mal, das haben wir alle gemeinsam entschieden. Ich will auch nicht so, mich so lange aufhalten an einem. Wir machen direkt weiter. Kolgrim. Adrenalin 2. Am Ende unserer Runde boostet er sich selbst um den Differenzbetrag der Karten im Deck beider Spieler. Hört sich kompliziert an, ist aber so. Ist eigentlich ganz einfach. Heißt, wenn der Gegner noch, weiß nicht, 8 Karten hat und wir haben noch 3, dann boostet er sich um 5 am Ende jeder Runde. Der Nachteil ist, dass der Kolgrim hier nur aktiv wird, das ist das Adrenalin, wenn wir nur noch 2 oder weniger Karten auf der Hand haben. Das heißt, wenn wir ihn ausspielen, dann zählt das schon als 2 Karten auf der Hand, weil er wird ausgespielt und dann aktiviert sich das am Ende der Runde. Und das heißt im Prinzip, dass der dreimal ticken kann. Ich stelle mir da ein Hyperthin vor. Mill-Deck geht natürlich auch. Also Decks, womit man ja das gegnerische Deck beeinflussen kann oder das eigene super dünn machen kann, dann bringt er gut Punkte. Das Problem, ja, ich sehe den aber auch in Hyperthin. Also da sehe ich ihn auch tatsächlich. Da macht er wahrscheinlich vielleicht, also eventuell nicht so viele Punkte wie in Mill, aber kann trotzdem gut sein als sagen wir mal, dritte richtig starke Karte in der letzten Runde. Hat viel Potenzial. Natürlich die Gefahr ist da, dass er von Tor Removal erfasst wird. Das ist nicht auszuschließen. Also Fluch der Verdorbenheit oder eine Hitzewelle und er ist weg. Also ich würde dem, der hat Potenzial. Man kann ein Deck um ihn herum bauen, beziehungsweise er kann Decks stärker machen, die es aktuell schon gibt. Mill würde ich am liebsten nicht sehen. Ich würde den in Hyperthin sehen. Ist mir ein bisschen angenehmer tatsächlich. Also Potenzial hat er. Kolgrim bekommt von mir 4 Punkte. Von 5. 4 Coins. Sagen wir so, ne? Ich glaube, das Potenzial ist auf jeden Fall da. Das ist der Viper Witcher, also Vipernhexer.
der neue. 4 Stärke, 5 Provision, Einsatz. Wir können eine gegnerische Einheit zum Bluten bringen für 2 Runden. Ist jetzt nicht so stark, wären 6 Punkte, die der macht im besten Fall, wenn es nicht gestoppt wird. Adrenalin 6, das heißt 6 oder weniger Karten auf der Hand, dann aktiviert sich der Effekt. Spawn a copy of a unit at the top of opponent's deck. Okay, wir können dann, wenn wir die Einheit zum Bluten gebracht haben, packen wir eine Kopie auf das gegnerische Deck. Und damit können wir Karten im gegnerischen Deck, also die Anzahl, erhöhen. Ja. Und das ist ja perfekt für unseren Kolgrim hier. Ist aber leider punktemäßig schwierig. Also ich hätte es als 4 Provisionskarte besser gefunden. Muss ich ehrlich sagen. Der hat natürlich auch Potenzial, mit Cantarella zum Beispiel benutzt zu werden. Die sorgt nämlich dafür, dass wir die Karte dann direkt kriegen. Ne? Das darf man auch nicht vergessen. Das ist auch ziemlich gut. Ja, aber ich halte die Karte für nicht super stark tatsächlich. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass man die auf die verzichten kann, beziehungsweise dass man einfach keinen Platz für die Karte hat. Weil wir dürfen nicht vergessen, Nilfgaard ist nicht die stärkste Fraktion und wir brauchen starke Karten. Das ist nur eine 6-Punkte-Karte für 5 Provisionen. Ne? Also da sehe ich im Moment nur eine 2 von 5 Punkte Coin Points Karte. Brehen. Den kennt man. Den hat man oft, ja. Hier, wie heißt das nochmal? Im Monat der Katze. Hat man den gesehen? Das ist ein Hexer der Katzenschule. Und er ist ein kleiner Arsch. Einsatz: Wir zerstören die ganz rechte Einheit. In einer gegnerischen Reihe, wenn da mindestens 5 Einheiten liegen. Adrenalin 3, das heißt, wenn wir nur noch 3 oder weniger Karten auf der Hand haben. Das heißt, er ist die 4. Karte, können wir ausspielen. Er muss also nur die 4. Karte sein, dann aktiviert sich der Effekt schon. Zerstöre die ganz rechte Einheit in einer gegnerischen Reihe, wenn da mindestens 3 Einheiten liegen. Der ist relativ stark, ne? Ja, richtig, man kann fette Einheiten wegmachen, wenn der Gegner nicht aufpasst. Das Problem ist, wenn der Gegner weiß, dass, also beziehungsweise wenn die Karte erfolgreich wird, dann werden die Leute, die ein bisschen erfahrener sind, natürlich drumherum spielen. Die werden natürlich entweder nicht so viele Einheiten in der Reihe legen, ist aber recht schwierig, wenn es nachher dem Ende der Runde zugeht. Oder aber die werden einfach eine schwache Einheit dahinlegen. Und man kann das natürlich ein bisschen beeinflussen, indem man die wegmacht vorher. Aber ich bin da ein bisschen geteilter Meinung tatsächlich. Oder ich weiß es nicht so richtig. Also ist ein Removal auf jeden Fall. Und wenn er eine 5-Punkte-Einheit wegmacht, ist er 9 für 8. Ne? Und das ist ja eigentlich schon mal gar nicht schlecht. Man muss halt nur gucken. Und übrigens, der löst auch Symbiose aus. Das ist ganz wichtig. Ist ein Hexer, der Symbiose auslöst. Ich schwange zwischen 3 und 4, aber ich denke, der Fakt, dass er auch noch Symbiose auslöst, macht den auch nochmal besser. Vielleicht sehen wir ja ein Hexer-Symbiose-Deck. Ich weiß es nicht. Mal gucken. Also mit ein paar Hexern drin. Das wäre cool. Das Problem ist aber, wie gesagt, es ist super leicht vorherzusehen. Man kann den super leicht auskontern. Du musst da einfach nur andere Karten reinspielen in die Reihe. Beziehungsweise ganz rechts. Und wenn da nur ein 1er Token liegt, dann, oder ein 2er Tutor, dann ist der 6 oder 5 Punkte wert. Aber einfach nur aus dem Grund, weil er auch Symbiose auslöst. 4 von 5 für Brehen. Und weil es ein Arsch ist. Ja, müsst ihr mal die Lore lesen von dem. Er ist nicht so nett. Und er ist ein Feigling. Aber gut, das ist ein anderes Thema. 4 von 5 Punkte für Brehen. Da haben wir es. Gerd. Der mit dem geilen... hat auch einen Man-Bun. Wie viele Hexer anscheinend. Skellige. 8
Stärke, 8 Punkte, 7 Provisionen. Scheint ja schon mal ziemlich gut zu sein. Überdurchschnittlich. Einsatz. Wir spawnen eine Siren on the opposite row, also auf der gegenüberliegenden Reihe, und beschädigen alle Einheiten in der Reihe um einen Punkt. Adrenalin 4. Wir spawnen eine Sirene und beschädigen nur die Sirene. Das heißt, Adrenalin ist hier ein Negativeffekt. Wenn wir den zu spät einsetzen, dann macht er nur einen Schaden. Aber Blutdurst, der hilft auf jeden Fall für Blutdurst auch, der eine Schaden. Auf jeden Fall ist das eine starke Einheit. Der ist richtig stark. Den kann man einfach so ins Deck tossen, glaube ich, weil er macht seine Punkte locker. Also ganz ehrlich, auch wenn man diese Adrenalinfähigkeit da auslöst, wird man nie machen. Man wird ihn immer vorher ausspielen. Aber auch wenn das so ist, dann ganz ehrlich, der ist 8 für 7 schon so. Und im schlechtesten Fall spawnt man eine beschädigte Einheit. Es ist auf jeden Fall für mich, ja, ist eine gute Karte. Gerd bekommt von mir 4 von 5 Punkten. Amortier schreibt hier 5 von 5, aber das ist so eine Karte, ihr wisst, was 5 von 5 ist. Ja. Aber 5 von 5 ist für mich, ja, ist für mich eine Karte, die der Star in dem Deck ist. Der hier ist super als Unterstützung, super gegen manche Decks, aber auch nicht gegen alle. Der ist, ja, ist gut. Deswegen, 4 von 5 ist okay. Wir werden sehen, wie sich das Ganze entwickelt. Man kann ja auch um den drumherum spielen, so ein bisschen. Immer noch ein Hexer der Bärenschule. Also es war ja auch gerade ein Hexer der Bärenschule. Skellige, 4 Punkte, 5 Provisionen, 1 Rüstung. Der Bärenhexer Mentor. Einsatz, boost self by 1 for every damaged allied unit. Man boostet sich also für jede beschädigte Einheit, die wir kontrollieren, um 1. Und mit Adrenalin 3, das heißt, wir können ihn als viertletzte Karte ausspielen. Boost self by 1 for every damaged unit, also für egal welche beschädigte Einheit. Und der, man muss das natürlich immer in Relation setzen, 4 Punkte, 5 Provisionen. Und wenn wir unseren Hexer gerade sehen, den Gerd, und der einfach mal ein paar Einheiten beschädigt, und wir spielen noch Hemdal und sowas, all so ein Zeug, kleine Schiffchen, die Schaden machen, dann kommt der locker, ich denke, der kommt locker auf seine 9, 10 Punkte, easy. Weil er unsere eigenen Einheiten auch noch mitzählt. Und man spielt ihn ja extra spät aus, deswegen ist der Adrenalin 3 hier gar nicht schlimm. Super, super Karte. Kann ich anders sagen, macht viele Punkte. Bisher sehr stark von Skellige. Ja, richtig, so ein bisschen Wildschwein, aber flexibler, würde ich schon fast sagen. Weil du hier nicht auf eine Reihe beschränkt bist. Du kriegst einfach mit Adrenalin 3 alles. ist ein besseres Wildschwein, genau. Das kann man einfach nur so sagen. Also günstiger, flexibler, unfassbar. Unfassbar gut. Locker seine Punkte wert. Ich meine, startet schon mit 4. 4 von 5 Punkte für den Bären-Hexer-Mentor. Und wir dürfen nicht vergessen, wenn man viele Hexer spielt, jetzt kommen ja einige Hexer raus, dann könnte man sogar noch Wesemir-Mentor reinnehmen, der alle Hexer um 1 boostet. Kann man in jedem Deck machen, wo man Hexer drin hat. Ein paar Hexer. Kuen, das ist unsere nächste Karte. Kuen, der Northern Realms-Hexer. Hey, danke für den Raid, Kafu. Vielen, vielen Dank. Seal Order. Also der hat den Schleier, ne? Und den Befehl, die Befehlsfähigkeit. Boost all units with power equal to Cohen's power by the amount Cohen is boosted. Ist eine sehr interessante Karte. Fühlt sich so an, als wenn die
für ein Swarm Deck sind, ne? Also für ein Northern Realms Swarm Deck mit den Fregatten eventuell, ne? Könnte sehr interessant sein, muss ich ehrlich sagen. Ach so, ja, die müssen die gleiche Power haben. Oh, okay. Das heißt, wenn man ja 5 boostet, dann müssen die anderen Einheiten auch 5 haben. Theoretisch, ne? Ist ein bisschen tricky, oder? König Billowhun, ja. Ich sehe den aber gar nicht so stark jetzt mehr. Ja, boostet auch Gegner, das ist das Problem. Er boostet ja alle. Ich würde dem nicht so viel zugestehen tatsächlich. Der sieht mir nicht ganz so stark aus. Man muss es ja auch erstmal hinkriegen, eine Combo damit aufs Feld zu kriegen. Beziehungsweise man darf auch nicht den Gegner boosten. Der Gegner kann ja auch theoretisch sagen, jo, cool. Ich passe jetzt meine Einheiten einfach mal, wenn er die Möglichkeit hat, meine Einheiten an. Kuren bekommt von mir, auch wenn das den Chat erbosen könnte, 2 von 5 Punkten. Machst du nix, ne? Ja, wie gesagt, also so stark sehe ich den nicht. Roland, Bleinheim ist unsere nächste Karte. Wann auch immer eine Einheit vergiftet wird, kriegen wir 2 Münzen. Wenn er auf dem Feld liegt, er ist kein Hexer, er ist ein Salamandra. Sieht man hier nicht, weiß ich aber. Adrenalin 5. Wann immer eine eigene Einheit vergiftet wird, kriegen wir 2 Münzen. Das heißt, der ist am Anfang stark und dann wird er schwächer. Weil ab Adrenalin 5, das heißt ab 5 Karten in der Hand kriegen wir nur noch Münzen, wenn unsere eigenen Einheiten vergiftet werden. Finde ich aber gar nicht so schlimm tatsächlich, weil ich glaube, wir kriegen hier einen kleinen Self-Poisonous Arch-Type, also ein bisschen besser ausgebaut. Und es gibt ja schon Karten, die davon profitieren, wenn man sie selbst vergiftet. Ich stelle mir übrigens ein lustiges Mirror-Match vor zwischen 2 Syndikat-Decks, die sich selbst vergiften. Vergiftet man dann das andere Syndikat-Deck lieber oder weiterhin seine eigenen Einheiten? Das kommt drauf an. Das ist, glaube ich, ziemlich lustig. Ja. Der 7-7 ist gar nicht schlecht und er ist sowas wie eine Engine. Münzen sind immer gut und eventuell auch sehr praktisch in Syndikat-Decks. Ich habe da nicht so viel Fantasie tatsächlich bei Syndikat. Roland Bleinheim kriegt von mir 3 von 5. Wir werden sehen, wie sich das entwickelt. Könnte noch höher gehen. Münzen darf man nicht unterschätzen. Darf man nicht unterschätzen. Die Salamandra Abomination. Ne? Gefällt mir richtig gut, die Karte. Die hat auch ein richtig tolles Artwork. Erinnert mich ein bisschen an hier Body Horror mäßig das Ding aus einer anderen Welt. Also erstmal 5-5er. Tribut 1. Vergiftet sich selbst und boostet sich dann um 2. Immer wenn die Einheit vergiftet wird. Adrenalin 4. Das heißt, wenn wir noch 4 Karten in der Hand haben. Am Ende der Runde, auf der eigenen Runde, ja, purified sich das Ding. Finde ich eine starke Karte. Besonders, wenn man sie dann später ausspielt. Die ist erstmal so, wenn man sie ausspielt, 7 Punkte für 5 Provisionen. Ich sehe hier halt nur das Problem bei Selbstvergiften. Die spielt übrigens super mit dem Roland hier zusammen. Ich sehe das Problem, wenn der Gegner Gift spielt und man hat nicht den Adrenalin 4 und man spielt die am Anfang aus, aber man kann das ja ein bisschen voraussehen. Spielt man gegen Nilfgaard, Maskenball, sollte man die nicht zu früh spielen. Spielt man gegen Syndikat, sollte man die dann auch nicht zu früh spielen. Die hat halt 7 für 5, wenn die rauskommt und purified sich dann. Die ist ziemlich stark, finde ich. Und wenn man das darauf spielt, klar, hohe Stärke kann nach hinten losgehen, aber allein schon, dass sie sich selbst vergiftet, ist schon ziemlich gut. Die ist schon ziemlich gut. Wenn man jetzt sagen würde, klar, jede starke Einheit hat immer das Problem, dass sie vom Feld geräumt werden kann, aber es kostet halt auch nur 5 Provisionen, ne? Dann spielt man sie halt später aus, Alex.
wenn man weiß, dass der Gegner vielleicht Poison spielt. Das ist das Schöne. Salamandra Abomination bekommt von mir 4 von 5 Coins. Ne? Also ich glaube, die hat Potenzial, kann groß werden, hat das gleiche Problem wie alle großen Einheiten, Tor Removal, aber kostet nur 5 Provisionen. Das ist ziemlich gut. Das ist günstiger als der Ritter. Ne? Als der gefallene Ritter. Aber kann wahrscheinlich auch nicht so viele Punkte machen. Das ist... schauen wir mal. Cat Witcher Saboteur. Eine Scroyatel-Karte. Mögen wir alle. Scroyatel ist ja immer ganz lustig eigentlich. Deploy, also Einsatz. Move an enemy unit to the leftmost position on its row. Also zur ganz linken Position. Damage it for by one for every card it passed. Also wenn da 4 Karten in der Reihe liegen und wir bewegen die rechte, die ganz rechts liegende nach ganz links, dann bekommt die 3 Schaden. Da muss der Gegner wieder darauf achten, wie er das Positioning macht. Und die Karte ist übrigens auch stark mit Brehen. Wollte ich nur mal sagen. Mit dem anderen Hexer, den wir schon gesehen haben für Scoyatel. Die beiden Synergien eigentlich so gut, dass man die beiden ruhig in einem Deck spielen kann. Man darf nicht vergessen, dass der Gegner, wenn man das gemacht hat, immer noch verhindern kann, dass Brehen sich einsetzt. Ne? Deswegen ist Brehen für mich schwierig. Aber der Catwitcher Saboteur kann leider nicht in die andere Reihe verschieben. Das wäre natürlich noch das Beste. Man wird also nicht ein Verteidiger oder sowas los. Das ist vielleicht dann nicht ganz so gut. Das Verteidiger ist immer ein Problem, logischerweise. Das stimmt, einfach alles nach links, was man beschützen möchte. Ich sehe den auch nicht als super stark an, tatsächlich. Ja, also wir haben, ich glaube, wir haben Brehen auch 3 von 5 gegeben. Und das würde ich bei dem Cat Witcher Saboteur auch machen. Ist eine schöne Karte, hat Synergien. Aber man kann auch leicht drumherum spielen, wenn man ein bisschen Ahnung hat. Coated Weapons, versteckte Waffen, würde ich die jetzt übersetzen, ne? Beschädige eine gegnerische Einheit, also füge 5 Schaden zu. Und Todesstoß. Heißt es Todesstoß? Ja, heißt es so. Also wenn man die killt einfach damit. Man verbannt die und spawnt eine Kopie von der Einheit auf das gegnerische Deck. Ich verstehe schon, dass die auch für den Hexer, ich habe schon ihren Namen vergessen, wie heißt der denn nochmal, für den Hexer super ist, den wir gesehen haben, für Nilfgaard, für Kolgrim, wenn man einfach das gegnerische Deck vollmüllen, im Prinzip ist es dafür, ist ein solider Removal, tatsächlich, aber Nilfgaard hat schon viele Removal, finde ich, man gibt dem Gegner aber eine Einheit zurück. Und ja, meistens sind ja Engines so in dem Bereich, ne? Das ist das Ding. Und meistens spielt der Gegner keine schlechten Karten. Das heißt, zumüllen des gegnerischen Decks ist auch immer so eine Sache. Man kann natürlich so ein bisschen beeinflussen, was der Gegner zieht. Also ich schätze die nicht ganz so stark ein und würde hier auf 2 gehen, weil wir haben zwar Synergien mit Kolgrim, aber das reicht für mich nicht aus. Also da gibt es auf jeden Fall bessere Sachen. Die nächste Karte ist sehr interessant. Die letzte Karte auch. Triangle within a Triangle. Das ist eine super interessante Karte. Ein Zauber für Alsur. 9 Provisionen. Also, perfekt für Alsur. Und die ist sehr flexibel. Man kann eine befreundete Einheit boosten um ihren Provisionsbetrag. Das heißt, wir können einer Speerspitze nochmal 13 Punkte drauf geben. Zum Beispiel. Oder wir können eine gegnerische Einheit beschädigen in Höhe ihrer Provisionskosten. Finde ich stark.
gerade wenn der Gegner Einheiten spielt, die viel Provision haben, kommt ja öfter mal vor. Gegen Ciri Nova Deck ist sie nicht ganz so gut, aber man kann ja auch seine eigenen Einheiten noch boosten, ne? Übrigens, die kann man auch in ein Ciri Nova Deck packen, wenn man es möchte. Das ist sehr flexibel. Das Problem ist bei der Karte, kann ich euch erklären. Das Problem ist bei der Karte, wenn du eine eigene Einheit boostest, ja, die sowieso viel Provision hat, dann hat die noch mehr Punkte und ist noch ein schmackhafteres Ziel. Ist so eine Sache. Die funktioniert zum Beispiel gegen Engines nicht, das stimmt. Das stimmt. Hammerdryaden kommen nur 5 Schaden, das ist auch korrekt. Für 9 Provisionen. Ja, aber dafür kannst du halt anderen Einheiten ein bisschen mehr Schaden machen als zum Beispiel mit Beckers. Ich sehe die halt sehr stark mit Alsur zusammen, weil es halt auch ein Zauber ist. Wenn Alsur sich durchsetzt, dann wird man die Karte vielleicht auch mit Alsur zusammen sehen. Das sehe ich hier tatsächlich als Vorteil. Gut, also ich würde abschließend dieser Karte 3/5 geben. Die ist flexibel. Man muss nur aufpassen, wie man mit ihr umgeht. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Das war jetzt das erste, sozusagen, also meine erste Review-Session überhaupt. Hat Spaß gemacht. Ich hoffe, es ist nicht zu lang geworden. Wir sind ja auch erst eine Stunde dabei. Jetzt muss ich alles noch schnibbeln, ey.